Weißt du, welche psychische Erkrankung zurzeit ganz oben steht, die Liste anführt? Das ist nicht Depression, das ist nicht Sucht, das ist nicht Psychose, sondern das ist die Diagnose Angst. Allein in Europa ließen sich im letzten Jahr 18% der 14- bis 65-Jährigen wegen Angststörungen ärztlich behandeln. Schätzungen gehen davon aus, dass über 25% der weltweit erwachsenen Bevölkerung mit Angstproblemen zu kämpfen hat. Und ich erzähle das nicht nur aus der Theorie, sondern ich war oder bin einer davon. Ich habe viele, viele Jahre mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, mit Angststörungen und das ganz besonders vor dem Predigen.